Durch eine Kreatur aus der Hölle hat ein Sohn den Tod gefunden. Wie gut, dass das Vieh jetzt sieht, die Radieschen nur noch von unten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 177. Ja, das sagt die Kleine in einer Tour und es gibt keinen, nein. Wer damit, komm damit klar. So. Gleich mal die nächste Hexer-Quest hier rauskramen. Hier kommt der Bräutigam. Erkunde mit Hilfe die Höhlen auf. Ja, bringt uns jetzt nicht so viel. Das Herz des Waldes. Ich spreche mit Sven über den Aufwand zum Geist des Waldes. Oh, das klingt alles sehr, sehr interessant. Hat man nicht hier noch mehr Quests gehabt? Ach nee, das waren die Nebenquests. Nicht zu verwechseln. Ja, doll sind die alle nicht. Auftrag der vermisste Bruder, das bringt uns wahrscheinlich mehr. Na gut, die 20er können wir ja trotzdem machen, ne? Würde ich mal sagen. Genau. Ja, setzen wir uns mal diese Demarkationslinie hier. Was soll's? Sprich mit Sven über den Auftrag zum Geist des Waldes. So. Wo ist denn der Sven? Moment, hier haben wir jetzt einen Wegweiser. Das ist natürlich ganz praktisch. Supi. Denn ich denke mal, das ist auch wieder relativ weit weg. Das ist in Novigrad sogar noch gewesen, oder? Nee. Da. Na gut, dann beamen wir uns mal kurz an. Ah, Quatsch, ich muss den Wegweiser auswählen. Dann müsste es gehen mit der Schnellreise. So. Alles klar. Bin ich mal gespannt. So, wo treibt er sich denn rum, der Typ? Der Sven? Aha, okay. Wir haben ihn erzürnt. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist entzweigerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Jemand, der Probleme löst, genau, der Problemlöser vom Dienst. Geralt, ein Hexer. Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Nein. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Na also, der ist auf unserer Seite. Wofür will sich der Geist rächen? Wie sehen die anderen? Ja, fragen wir erstmal die anderen Fragen. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Oh. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Okay, wer ist dieser Waldgeist? Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Wofür soll sich der Geist rächen, genau? Will sich der Geist rächen? Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Schluss jetzt. Okay.
greifen wir jetzt mal ein. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Jo. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Das klingt gut. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Sehr gut. Merkt ihr das? Okay, da suchen wir mal die Spuren. Trink lieber etwas Met in der Taverne. Oh, ich habe das getrunken, unlängst. Ja. Bei den netten Druiden. Aha. Scheint ein Werwolf zu sein. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Weil Geralt meinte, der Körper wäre durch den Biss eines Werwolfes verschandelt worden. Oder eines Wolfes, ne? Werwolf hat er natürlich noch nicht gesagt. Also er wurde noch nicht konkret. Also vermute ich mal fast, dass es sich um einen. Jetzt gerade mit dem. Gepaart mit dem Geheul. Denke ich mal schon, oh, das munter an der Falle vorbeispazieren, hat sie ausgelöst. Aber ist nicht dort hineingeraten, oder? Wie es aussieht, nö. Der Radius wandert. Boah. Eieiei. Da sind mehrere Wölfe. Nicht gut, nicht gut. Sind normale Wölfe. Die sind ja hier auch relativ stark. Hier gibt es mehrere, okay. Mehrere Spuren. Oh, ein weißer Wolf. Oh, die tauchen auf einmal auf. Okay, das Monster scheint die zu steuern, ne, die Wölfe. Dann ist es doch kein Werwolf. Dann ist es irgendwie eine Kreatur, die den Wald verteidigt vielleicht. Aua. Ja, die sind relativ stark, diese Stufe 15 Wölfe. Kann die im Rudel aufkreuzen. Na, noch einer ohne Fahrschein? Nee. Wolfsleber, ja. Guck mal, wieder ein bisschen zu Fleisch hier. Ja, außer es gibt einen Hundeteig. Davon habe ich schon so viel. Soll ich mich aber weiter umsehen? Okay, nur wo? Ah, hier, hier haben wir. Hat seine Klauen geschärft. Boah. Oder nur sein Territorium markiert. Tja. Das kann gut sein. Also. Es ist schon mal kein Geist, würde ich sagen. Irgendein Monster wird es sein. Und nu? Achso. Achso, das reicht jetzt schon. Alles klar. Mehr müssen wir hier nicht untersuchen. Jetzt können wir uns schon die nächsten Orte vorknüpfen hier. Vornehmen. Vorknüpfen ist das falsche Wort, ne? In Bezug auf einen Ort. Okay. Ja. Alles klar, hier ist noch was. Das ist bestimmt auch wieder so ein Steinkreis, oder? Ach nee. Hier ist noch ein Toter. Dünne und tiefe Schnitte. Nee. Wie bei einem Rasiermesser. Das ist ein Hund gewesen. Okay. Gut, den Hund haben wir entdeckt. Einen seltsamen Steinkreis. Der angeordnet war so ein bisschen wie Stonehenge, so ein bisschen, ne? Also hat einen zumindest daran erinnert. Und du? Ah, hier. Zerschmetterte Knochen. Boah. Da steckt viel Kraft dahinter. Ja. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Echt, ja? Ein Waldschrat. Ein Waldschrat. Sehr alt. Ui. Verdammt. Hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Aha. Ach, das soll man jetzt lesen, das Bestiarium. Okay, das war ja noch nie Bestandteil einer Quest, ne? Drakonide, ne, Drakonide ist das nicht, oder? Erscheinung. Erscheinung ist das auch nicht. Können wir mal zumachen. Insektoid wird das auch nicht sein. Gargoyles, ne? Hier irgendwie sowas, ne? Na, wird der hier markiert sein, das ist neu. Hier Relikte vielleicht. Was ist das, ein Relikt? Brüllaffe. Doppler.
Ah, das ist er. Wow. Oh Gott. Der sieht ja martialisch aus, allein. Oh Gott, Leute. Nicht doch. Ah, da haben wir ja eine verbesserte gefunden, ne? Eine verbesserte Dimeritium-Bombe. Was ist das hier? Reliktöl. Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Das Igni-Zeichen brauchen wir dazu. Manche Monster sind so mächtig, dass die Einwohner der Gegend damit anfangen, sie als Götter zu verehren. Dies traf auch auf den Waldschrat zu, der in den Wäldern bei Ferlund aufs Gelege hauste. Die Dorfältesten waren überzeugt, dass das Monster über sie wachte, sie vor Feinden beschützte und ihre Jäger ausbildete. Jetzt zerlegt, würde ich mal sagen. Der Hexer hegte da jedoch seinen Zweifel. Waldschrate sind niederträchtige, eigennützige Kreaturen. Da bildete das uralte Exemplar in den Wäldern bei Ferlund gewiss keine Ausnahme. Geralt wusste, dass es nicht einfach sein würde, die Dörfler aus dem Griff ihres vermeintlichen Beschützers zu befreien, falls er es überhaupt versuchen wollte. Der Waldschrat, der als Geist des Waldes bekannt war, war so mächtig, dass er die Kunst des Markierens beherrschte. Dies bedeutete, dass das Monster ein Einwohner von Ferlund seine Essenz eingegeben hatte. Solange diese unglückliche Seele am Leben und in der Nähe des Dorfs blieb, würde der Waldschrat immer wieder neu erstehen. Entstehen wahrscheinlich. Doch auch wenn der markierte tot war, würde es noch schwierig sein, dem Waldschrat beizukommen. Was, die müssen wir erst ausschalten? Die Dörfler? Oh Gott, das wird schwer. Das Monster genoss den Gehorsam der Waldbewohner. Er konnte Wölfe, Raben und so die Bäume selbst zur Hilfe rufen. Das hat man ja gesehen. Ne? Doch zum Glück hatte er auch eine Schwachstelle. Feuer. Vor allem das Feuer im Igni-Zeichen. Genau. Alles klar, Leute. Reliktöl habe ich, glaube ich, nicht, oder? Mal sehen. Vielleicht kann man das hier herstellen. Haha. Ich brauche Öl. Öle. Reliktöl. Zutaten fehlen. Was fehlt denn? Ein Mistel, zwei Mistelzweige fehlen mir noch. Nein, ausgerechnet von denen. Sonst habe ich ja fast alles hier. Das ist blöd. Ich brauche Mistel. Und wachsen die in der Nähe? Vielleicht haben die ja einen. Moment. Ja, schön. Harald über den Waldschrat. Okay. Sven oder Harald? Oh, ein Schneehasen. Wer war denn hier der Gescheiteste? Der Jüngere war eigentlich der Gescheitere, ne? Der glaubt nicht, dass das irgendwie... Ja. Nee, gehen wir mal zu dem Jüngeren. War sicher nicht, Du hast immer noch einen Fleck auf dem Ärmel, Luca. Du schraubst nicht fest genug. Ja, der glaubt wenigstens nicht an irgendwie ein höheres Wesen oder so. Naja, gut, ist es ja im Endeffekt doch, aber... Schon wieder Haferbrei, Kind. Du hast dich nur für mich schick gemacht, Hilde? Vielleicht für dich, Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch, er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Ja. Wusste ich's doch. Mhm. Naja, so gewöhnlich ist es nicht. Nicht ganz gewöhnlich. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Mhm. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Super. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Hm, Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Hm. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Ja. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Okay. Boah, Harald war ja da oben irgendwo, ne? Oma hat gesagt, der Harald Schmidt. Boah. Was klingt denn hier so komisch? Kommt Sven heute vorbei? Natürlich kommt. Moment, hier können wir irgendwas. Der Waldschrat hat das Mädchen. Die Frau, die Gase, die Hilde. Hallo. Die der so verehrt. Hm? Der Sven, ne? Hallo. So, jetzt. Sven über Hilde, sprich mit Harald über den Waldschrat. Ich geh mal zu,
Nein, rüber. Schenkt mir Stärke und Weisheit, oh Götter. Bist du verletzt? Tja, das wird dem Sven natürlich nicht gefallen, weil er scheint ja irgendwie auf die zu stehen. Nee, das kommt mal. Ich hab dich im Blick. Da ist er ja. Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herum zu reden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Oh. Ihr könntet den Markierten verbannen, genau. Niemand muss sterben. Genau. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen. Da herrscht für immer Frieden. Es ist keiner der Ältesten. Es ist keiner der Ältesten. Wer dann? Die Frau, mit der du geredet hast. Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Nicht leicht. Verjagt sie! Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf! Niemals! Du gehst nicht mit ihr, Sven? Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Ja. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Ist ja gut. Zerstöre die Totems des Waldschrats, okay. Und danach müssen wir uns wahrscheinlich seiner annehmen. Ja, was bleibt uns anders übrig? So cool aus. Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Tja. Und mit Harald können wir auch noch sprechen. Ja, das haben wir ja eigentlich schon alles gemacht, ne? Genau, dann kann ich ja vielleicht von beiden die Belohnung kassieren, ne? Das wäre natürlich genial. Von Harald und von Sven. Ich versuch's mal. Aber der will uns wahrscheinlich sowieso davon abhalten, das Monster zu töten, was er ja gottgleich verehrt, ne? Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Glaubst du? Der Geist ist ein Monster. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Waldgeist ist ein Monster. Er ist genauso verwundbar wie du und ich. Er ist viel mehr. Dank ihm wurde der Wald zu einem riesigen Jagdgebiet. Und unsere Frauen gebären starke Babys. Die Macht des Waldgeistes hat uns zu den besten Jägern der Inseln gemacht. Ui. Das ist wahr. Nicht jeder Bursche, der hinausgeht, um ein Jäger zu werden, überlebt das heilige Ritual. Aber müssen Hexer nicht ähnliche Opfer bringen? Oh ja. Sieht genauso aus. Gibt's denn einen anderen Weg? Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Garantiert. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet. Und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Ich probiere deine Methode. Am besten töte ich einfach nur den Waldschrat. Ich bin mir noch nicht sicher.
Was machen wir, Leute? Finde ich ja mal genial, ne? Wenn man sich entscheiden muss. Soll ich ihn töten, oder? Ich meine, da stand ja eigentlich in der Beschreibung, im Bestiarium, ne? Dass der Waldschrat eigentlich nur eigennützig handelt, ne? Dass er, dass ihm quasi die Dorfbewohner egal sind. Ja, die wahrscheinlich nur verschaukelt und ausgenutzt, die Dorfbewohner. Und wenn ich ihn töte, könnte ich sie davon befreien. Ja, ich töte ihn einfach. Was soll's? Es gibt keine Erfolgsgarantie für deine Methode. Nee. Und die Risiken sind hoch. Vielleicht ist es doch einfacher, den Waldschrat gleich zu töten. Wenn der Geist stirbt, verlässt das Wild den Wald. Unsere Männer werden schwach und unsere Frauen unfruchtbar. Aha. Das bedeutet unser Ende. Echt jetzt? So besagt es das Bündnis. Besser als der sichere Tod. Du verstehst das nicht. Du bist nicht von hier. Der Tod bedeutet uns nichts. Unser Stolz, alles. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Bis bald. Ja. Okay. Also wir können uns immer noch entscheiden. Ja, dann machen wir es halt so. Wenn er das so will. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht auch nicht. Und wenn es nicht klappt, dann können wir ihn ja immer noch töten, ne? Also. Probieren wir erstmal das eine. Gut, es wurde aber schon die Hilde losgeschickt, ne? Die wilde Hilde. Wo ist denn der? Was ist denn dieser Altar? Ist ja wahnsinnig weit weg, ne? Ach nee, das war ja schon. So. Können wir hier nicht hoch? Nee. Von hier aus nicht. Bricht dir nichts, Gerald. Oh je, jetzt schickt er wieder Wölfe. Her. Oh, die verschwinden. Töte die Wölfe. Ne, die müssen wir erst töten. Aua. Oh. Mistviecher, ey. Oh, der ist Stufe 23, ja? Oh, die sind mitunter doch schon ein bisschen stärker. Ja, Wolfsherz. Das müssen wir. Ach so, die müssen wir denn. Auf den Opferaltar liegen anscheinend, diese Herzen. Sehr cool. Hier ist auch noch eins. Ja, hier. Leber, aber nicht so viel. Okay, leg die Opfergaben auf den Altar. Aha, hier ist nur noch Fell für uns übrig. Brauchen wir nicht. Legen wir das mal rauf. So. Oh oh. Die Musik klingt schon nicht so vielversprechend. Oh, okay. Okay. Und wie ist sie süß? Cool. Boah, alles voller Krähen oder Raben. Ein bisschen Krähen. Raben sind ein bisschen größer. Oh, da ist er. Müssen wir doch mit ihm kämpfen. Nee. Cool. Sehr geil. Ich hoffe, er nimmt es uns nicht krumm, wenn wir hier das Fleisch klauen. Oh, es wird dunkel. Sonne verschwindet hinter einer Wolke. Das sieht ja auch genial aus. Das sieht ja fast realistisch aus. Also, wow, cool. Ist mir noch vorher noch gar nicht aufgefallen, ne? Das sind nicht bloß irgendwelche
Skyboxen hier. Und die Sonne ist dann darauf geflanscht, sondern die Wolken, die haben hier. Ist ja Hammer. Die nehmen richtig Einfluss auf das Sonnenlicht, ja. Also das ist richtig. Ja, wie in echt halt, ne? Wie in der Realität. Ist ja Hammer, Leute. Ja. Die wird tatsächlich dunkler durch die Wolken. Ist das genial. Das ist mir vorher noch nie bewusst gewesen hier. Naja. Grafisch ist das Spiel immer noch der absolute Oberhammer. Übrigens wird für die neue Xbox, für die Scorpio, Xbox X oder so heißt die, ne? Wird ein spezieller Patch erscheinen. Und dann kann man das Spiel in 4K spielen. Ne? Das auf den Konsolen. Also das will schon was heißen, Leute. Wahnsinn. Und natürlich auch für die PS4 Pro, ne? Richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, also dass das die Konsolen schaffen. Ich meine, die hat zwar einiges an Power unter der Haube. Oh, oh. Das sah so trostlos geradeaus hier in dem Dorf. Nee, sah nur so aus. Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold. Stimmt's? Keine Sorge. Ich habe es. Nimm es. Du hast es dir redlich verdient. Konnte man nicht mal feilschen, ne? Schade. Ihr wollt wirklich im Schatten eines Monsters leben? Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Boah. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. So sieht's aus. Und Mord wird daran etwas ändern? Du hast deinen Teil getan, dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer! Schnappt ihn euch! Oh. Ja, ich bin immer ein Hexer. Ja, ich bin jetzt ganz froh, dass wir die Mörder nicht unterstützt haben. Ja, ist gut. Beruhigt euch wieder. Aber Harald ist auch tot. Den konnten wir jetzt nicht beschützen. Schweinehaut. Oh, nicht so mal mit. Die haben alle Schweinehaut dabei. Oh, das sind halt Schweine gewesen, ne? Echte Schweine. Eieiei. Aus Fleisch. Tja. Tja. Ich weiß nicht, wie das hier weitergeht mit dem Dorf, aber ich hoffe mal, sie bleiben jetzt wenigstens so halbwegs verschont von dem Waldschrat. Naja. Auf jeden Fall war es eine sehr interessante Quest, muss ich mal sagen. Und falls euch das auch so gut gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Chuck.